sich das spiegeln sollen vielleicht, aber muss ich halt irgendwie hin und wieder dahin gucken. Saluton kaj bonvenon al mia prelego pri Esperanto. Hallo und willkommen zu meinem Vortrag über Esperanto. Wenn ich zu schnell rede, sagt mir Bescheid. Ich bin fürchterlich aufgeregt, aber es gibt sich vielleicht noch. Vielleicht auch nicht. Und Wasser mache ich mal kurz auf. So, ja, da. Möglicherweise wisst ihr das schon, aber ich erzähle jetzt mal so ein bisschen Kram, den ihr vielleicht trotzdem noch nicht wisst, weil ihr irgendwie nicht vorher bei Wikipedia alles nachgelesen habt oder sowas. Esperanto ist eine Plansprache, die wurde von Ludwig Lazarus Sauenhoff entwickelt, sagen wir mal so. Also ich weiß nicht, ob man bei Sprachen sagen kann, dass sie erfunden wurden. Ursprünglich sollte sie irgendwie La Internacia Lingvo heißen, was halt die internationale Sprache heißt, was man sich fast denken kann, denke ich. Der eigentliche Name Esperanto kommt halt dadurch, dass er 1887 sein erstes Werk auf Esperanto veröffentlicht hat. Also nicht nur auf Esperanto, er hat es irgendwie auf Deutsch, Russisch, Polnisch und Hebräisch, glaube ich, veröffentlicht. Wo halt das war halt das Regelwerk und hat es in dem Pseudonym Doktoro Esperanto veröffentlicht. Esperanto heißt eigentlich der Hoffende. Das ist auch das besteht aus dem Wort Espero, Hoffnung, und Anto ist halt irgendwie so ein Suffix, das ist halt jetzt fehlt mir irgendwie so ein Ding, was mir anzeigt, was als nächste Folie kommt, dass ich irgendwie geschickt überleiten kann. Ich drücke einfach mal und lass mich nochmal überraschen, was ich da gemacht habe. Es gibt eine aktive Sprechergemeinschaft. Es ist eigentlich schon viel zu weit wieder. Also, was ich eigentlich noch erzählen wollte, ist, dass irgendwie, die ganze Idee dahinter ist halt, dass halt Sauenhoff damals zu einer Zeit aufgewachsen ist, in der Gegend, wo halt irgendwie Leute, in viele Sprachen gesprochen haben. Er ist in Bialystok in Polen aufgewachsen und später nach Warschau gezogen. Und die große Sache ist halt, dass da irgendwie verschiedene Völkergruppen gab. Irgendwie es gab Polen, es gab in Bialystok waren irgendwie 66% der Einwohner Juden, es gab Russen und Deutsche, und die haben sich alle nicht so gut verstanden. Also die haben zwar irgendwie da alle gewohnt, aber nicht so miteinander da gewohnt. Und da war halt so, er hat halt so von Anfang an, also als er schon klein war, irgendwie auch den Eindruck gehabt, dass das so ein bisschen daran liegt, dass die halt auch sich nicht so gut verständigen können, streckenweise. Also weil die Sprachbarriere halt da ist, und dann eben müsste man eine Sprache lernen wahrscheinlich, um irgendjemand anders, der keine andere Sprache spricht, besser kennenzulernen, und so ist das halt. Also das kennt man ja vielleicht auch so aus dem Alltag ein bisschen, wenn man irgendwie gar keine andere Sprache spricht oder sowas, dann unterhält man sich halt irgendwie auch nur Leuten, die irgendwie unmittelbar um einen drum wohnen. Heutzutage haben die meisten Leute irgendwie ja schon Englisch, das heißt, man kann sich irgendwie mit Hand und Fuß so ein bisschen verständigen, das ist schon mal ganz lustig. Und aber damals war das halt noch so ein bisschen anders, das ist ja schon über 100 Jahre her, das ist ja irgendwie, so ist das halt. Und heutzutage ist es halt so, wie gesagt, es gibt eine aktive Sprechergemeinschaft, es gibt irgendwie, die sind alle so ein bisschen organisiert, aber mit genügend Chaos drin, sodass es auch ganz gut funktioniert. Die Leute, ja, es gibt irgendwie mehrere so Kongresse und Freizeiten, die irgendwie im Jahr organisiert werden. Habe ich mir hier so ein bisschen Notizen gemacht, dass ich das nicht vergesse. Es gibt zum Beispiel die, es ist halt, wie ich da unten schon meinte, es ist so ein kleinerer Dschungel an Verbänden und Gruppen, die es da gibt. Da gibt es irgendwie so einen Dachverband, irgendwie den UEA, die Universala Esperanto Asocio. Soll so ein Weltdachverband sein, wo irgendwie die ganzen anderen Verbände irgendwie drunter sind. Und damit die sich so ein bisschen organisieren können. Das klappt so lose schon irgendwie, und dann gibt es irgendwelche Länderverbände irgendwie, die irgendwie zum Beispiel irgendwelche Freizeiten ausrichten. Dann gibt es zum Beispiel irgendwie zwischen den Jahren verschiedene Sachen, die zum Beispiel gibt es ein Event, das wird von der deutschen Esperanto-Jugend und der polnischen Esperanto-Jugend zusammen organisiert. Das waren dann früher mal zwei Events, aber die haben dann irgendwie gemerkt, die klauen sich gegenseitig die Mitglieder und sowas. Da gibt es dann im Sommer auch immer relativ große Geschichten, irgendwie den IOCO, den Internacia Junulara Congresso, und den UCO, den Universala Congresso. Und auf letzteren, das ist so ein richtiger Kongress, also es ist nicht so eine Freizeit eigentlich. Da kommen halt Leute hin, um sich über Esperanto zu unterhalten, und
der ist auch immer so ein bisschen so ein Indikator, wie viele Sprecher es wohl geben könnte. Da gab es dann irgendwie hin und wieder, also es gab irgendwie ein UCO, da waren dann irgendwie 6000 Leute, die sich halt dafür interessiert haben. Und normal sind irgendwie 2.500 bis 3.000 Leute, die da hinkommen. Das ist dann irgendwie eine Woche in irgendeinem Land. Das weiß man zum Glück vorher. Genau, deshalb, also das wollte ich, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, dass die Sprecheranzahl unklar ist. Es gibt irgendwie bei Wikipedia so Angaben wie irgendwie, keine Ahnung, die von 1 bis 1 Milliarde gehen. Das ist halt irgendwie so ein bisschen Quatsch, dass da, weil irgendwie, also man merkt, es können nicht so viele sein eigentlich, weil man lernt schon recht viele irgendwie Leute kennen und hat dann so üblich Verdächtige, die man immer wieder mal trifft, wenn man irgendwo hinfährt. Also es ist völlig unklar. Ich würde mich jetzt auch nicht hinreißen lassen wollen, zu sagen, wie viele es vielleicht sein könnten, weil das ist irgendwie auch irgendwie so I base that on nothing Aussage. Was ich noch erwähnen wollte, es gibt für Esperanto-Leute auch sowas wie Couchsurfing, das ist nur viel älter und das ist der Passporta Servo, das sind halt auch sowas, da tragen sich Leute ein, die irgendwie sagen so, oh, wenn jetzt irgendwer irgendwie Esperanto spricht und ist in der Gegend, dann kann er bei uns wohnen oder ich suche irgendwen, wo ich wohnen kann, also nicht dauerhaft, sondern unterkommen für ein paar Tage oder sowas. Und das ist halt ganz interessant, das ist halt also im Prinzip wie Couchsurfing, nur dass man halt so ein gemeinsames Thema hat, man halt irgendwie Begeisterung für Esperanto, deswegen fährt man halt dann irgendwo hin. Keine Ahnung, sowas in der Richtung. Jetzt muss ich mal gucken, was als nächstes kommt. Ach ja, genau. Die Zusammensetzung von der Sprache ist irgendwie, es gibt, also hauptsächlich besteht es irgendwie aus lateinischen und romanischen Sprachen. Also lateinisch als abgetrennte Sprache, nicht lateinisch-romanisch ist ja. Ne. Und dann irgendwie 5 bis 20% ungefähr aus germanischen Sprachen, wie halt Englisch oder Deutsch. Und dann noch ein kleinerer Teil aus den slawischen Sprachen, die da reingeflossen sind, irgendwie in die Wort. Bildung, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, gerade aus den slawischen Sprachen ist mehr so der grammatikalische Teil geflossen. Das heißt so irgendwie, ja, die grammatikalische Seite kommt halt einfach, ist eine andere Seite als die Seite, die die ganzen Wörter gegeben hat, weil bei Esperanto ist es halt so, die sind halt nicht, also man ist nicht losgestürmt und hat irgendwie lauter neue Wörter erfunden, sondern hat sich halt überlegt, wir haben halt schon einen großen Wortpool und wir popeln da halt irgendwie nach irgendeinem Kriterium halt Wörter raus. Und dann gab es dann irgendwie die erste Liste, die Fundamentdeute Esperanto, ich weiß nicht wie viele, da waren halt dann ein paar tausend Wörter drin, mit denen man sich schon ganz gut verständigen kann. Und der große Vorteil von Esperanto ist halt, dass man halt, wenn man irgendwie so einen Wortstamm hat, dann gibt es einen Haufen Suffixe und Präfixe, mit denen man halt sich neue Wörter basteln kann. Und für Leute, die irgendwie gerne Wörter basteln, ist das super toll. Genau, das Alphabet besteht aus 28 Buchstaben. Also im Vergleich zu unserem Alphabet, da gibt es kein Q, kein W, kein X, sehr schade für mich, kein Y, kein Ä, kein Ö, kein Ü und kein SZ. Das gibt es ja auch sonst nirgendwo irgendwie das SZ. Haben wir schon mal, gibt es irgendwie, sind aber trotzdem mehr, weil es gibt eben einen Haufen diakritische Buchstaben, also. Es werden Buchstaben mit diakritischen Zeichen drüber genommen, um irgendwie um damit Laute abzubilden, weil die Idee ist halt, dass man irgendwie, es gibt immer einen Buchstaben für einen Laut und umgekehrt. Und dann gibt es halt noch irgendwie, da habe ich halt diese schönen beiden Beispiele, wenn man irgendwie vor dem Computer sitzt und nochmal testen wollte, ob das alles funktioniert und irgendwie gerade keinen Satz im Kopf hat, dann schreiben die Leute irgendwie öfter so Sachen wie Echo, Shanjo, Gio, Jaude, was halt irgendwie Blödsinn ist, ist irgendwie Echo-Wechsel jeden Donnerstag. Oder so einen etwas sinnvolleren Satz, wo auch die Buchstaben alle drin vorkommen, dann irgendwie Lau Ludovico, Lo Samenhof, Bon Gustas, Frescher, Cecher, Mangiajo, Kunzbizoi. Genau, also das heißt, ich kann jetzt mal kurz sagen, diese zusätzlichen Zeichen, irgendwie gibt es diesen G mit dem Dach, das ist ein Joe, das wie ein Gentleman oder Jenny oder Leroy Jenkins, Show, also ein S mit einem Dach drüber, das ist wie ein Schach oder Schimmel. Das Cho, wie ein Chung oder Hachi. Es gibt ein Ho, das ist wie ein Dach oder Fach, aber nicht wie ein Chemie oder China. Das Jo, also ein J mit einem Dach drüber, das ist wie ein Journal. Und es gibt so ein Wo, das ist so ein U mit einem Haken drüber, also nicht umgedrehter Zirkelfleck, sondern es geht ja so.
Ich weiß nicht, ob man das mal, das sieht man da doch eigentlich relativ gut. Das ist so wie in Wow oder Waka Waka Waka. Ja, und wenn man diese ganzen Zeichen nicht tippen kann, dann benutzen die Leute meistens irgendwie sowas wie die X- oder die H-Methode. Und das heißt, die nehmen halt zum Beispiel so ein S und machen ein X hinten dran. Was X gibt es im Esperanto nicht, im Alphabet, aber wird halt dann trotzdem benutzt. Um dann halt dieses Show zum Beispiel in Fresher, das könnte man halt dann FRESXA schreiben. Das ist halt für Leute, die das halt nicht wissen, sieht dann Esperanto immer besonders merkwürdig aus, weil die gucken sich das so an und dann sehen sie irgendwie Heidewitzka, da ist ja irgendwie alles voll mit Xen. Das muss ja richtig kompliziert auszusprechen sein, aber wenn man es halt weiß, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Und die andere Methode, und genau aus diesem Grund gibt es halt die andere, oder eine andere Methode, die ist die Ho-Methode, also dass sie einfach ein H hinschreiben, weil so ein SH, da kommt man schon ein bisschen drauf und naja. Das jetzt nur so gesagt. Genau, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, dass es irgendwie phonetisches Alphabet ist und so ein Mapping gibt irgendwie von Laut zu Buchstabe. Genau, fangen wir mal so ein bisschen Grammatiküberblick an. Also Substantive enden halt einfach in einem O, immer. Es sei denn, sie stehen im Plural, dann ist noch ein J hinten dran. Das ist irgendwie, also da gibt es auch einfach keine Ausnahmen, das ist ganz cool. Es gibt irgendwie die Möglichkeit für, wenn man ein O oder ein A hinten dran hat, das A ist für Adjektive, das zeige ich dann gleich auch noch. Da kann man dann noch ein Apostroph hinsetzen. Dann, das machen meistens Leute, die irgendwie nicht für das A, also für das O kann man noch ein Apostroph hinsetzen, wenn sie irgendwie dichten und das soll irgendwie ein bisschen anders aussehen. Oder sie haben eine starke O-Häufung. Also da könnte man sich überlegen, dass irgendwie viele O's in einem Satz gibt, aber meistens gibt dann noch lauter merkwürdige Präpositionen und sowas und dann sieht das wieder eigentlich recht gepflegt aus, also gepflegt chaotisch, weil die Leute finden es immer merkwürdig, wenn es zu geordnet aussieht, sowas. Ja, genau, da gibt es dann irgendwie Kato für Katze, Hundo für Hund, merkt man schon irgendwie, der Hund kommt irgendwie aus dem Deutschen scheinbar. Melopsitaco ist der Wellensittich, das kommt nicht aus dem Deutschen und Plumo ist nicht die Blume, sondern die Feder. Das ist zum Beispiel, das wechselt man immer sehr gerne und das macht, deswegen habe ich das da reingemacht, damit Leute gleich anfangen können, sich falsch zu merken. Ja, genau. Ein Artikel gibt es keinen unbestimmten Artikel, das heißt, wenn irgendwo ein Substantiv rumsteht wie Kato, dann ist es halt übersetzt eine Katze und nicht irgendwie Uno Kato. Das sagt man dann, also Uno ist eins. Das würde man dann sagen, benutzen, wenn man auf eine bestimmte, also nicht bestimmte, auf eine beliebig bestimmte Katze irgendwie hinweisen wollen würde, darauf hinweisen wollen würde, dass da eine Katze rumläuft und nicht eine bestimmte, aber auch nicht so wirklich unbestimmt. Also, ah, verdammt. Also dann gibt es den bestimmten Artikel La, der ändert sich auch nie. Das ist ganz toll, das heißt dann irgendwie mal den Melopsitaco, den ist ein Wellensittich, La Melopsitaco, der Wellensittich und La Melopsitacoi sind die Wellensittiche. Das heißt, da sehen wir auch gleich irgendwie, man hängt da ein J an, dann ist halt gleich Plural. Und das La verändert sich nicht. Deswegen, ja, da muss man sich dann nicht besonders viel merken, das ist auch ganz nett. Adjektive sind halt einfach ziemlich ähnlich, da ist dann halt ein A hinten dran. Plural kommt dann noch das J dazu. Dann gibt es irgendwie Sata für satt, Bäler für schön, Frenesa für verrückt und Rapida für schnell. Und ich merke, dass ich auch etwas schnell bin. Ah, ja, gut, wir werden sehen. Genau, und dann gibt es Verben, das ist dann, da gibt es ein bisschen mehr Endungen, aber es ist halt, es ist durchaus überschaubar. Also im Infinitiv enden sie halt einfach immer mit I. Wie halt hier unten, also ich greife das mal vor, dann gibt es dann wie Schati für mögen und dann tauscht man das I eben durch eine der anderen Endungen aus. Zum Beispiel gibt es dann halt für die Vergangenheit Is, Schatis. Gegenwart as, Zukunft os, Konditional us und Imperativ u. Also Schatu heißt dann irgendwie, oh, gerade gar nicht so gut zu übersetzen, lasse ich das mal lieber. Ja, es ist auf jeden Fall nicht unregelmäßig, also es ist nicht so, wenn da irgendwie, irgendwie das wird ja nicht nach Geschlecht oder Pfahl oder sowas, oder mehr, Zahl gebeugt. Das heißt, man hat es halt auch mit denen dann schon erschlagen. Es gibt noch Partizipien, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Das macht die Sache ein bisschen kompliziert, aber auch nicht so richtig. Also das muss man dann drin haben, das braucht man auch nicht jetzt immer. Also wenn man, das sind halt so Sachen, es gibt halt im Prinzip verschiedene Basislevel und man hangelt sich dann von einem zum anderen und irgendwann fängt man halt an, irgendwie mehr Partizipien zu benutzen, weil man irgendwie Spaß dran hat, aber man wird nicht weniger verstanden, weil man keine benutzt. Würde ich mal so behaupten.
Genau, wir haben ein paar Beispiele, irgendwie, wie ich schon sagte, Shati ist mögen, mi programadis, ich programmierte, vi promenas, du gehst spazieren, ili venas, sie kommen, manju ist und mine farus tion, ich würde das nicht tun. Sehr guter Satz, kann man immer gebrauchen. Ja, und wenn wir bei Verben sind, dann brauchen wir natürlich auch Adverbien und da haben wir irgendwie, die gibt's, dann ist einfach die Endung immer e, da gibt es auch kein j für Plural, weil Verben irgendwie auch nicht so pluralisch sind. Und dann gibt es dann irgendwie als Beispiel rapide für schnell, präzise für präzise und strange für seltsam. Gut, da gibt's dann, also dann kann man hier irgendwie den Wortstamm verwursteln, wie ich da oben hingeschrieben habe. Und nehmen wir zum Beispiel, haben wir einen Wortstamm wie Frenes, also Frenesa ist verrückt. Und dann haben wir irgendwie verschiedene Sätze, wo wir dann irgendwie, also das heißt, man nimmt halt einen Wortstamm, kann halt alle Endungen, die man so findet, dranhängen und kommt irgendwas bei raus. Und man weiß hoffentlich, was gemeint ist. Und das auch meistens erschließt es sich sehr gut. Dann habe ich irgendwie vier Sätze, irgendwie ist immer die Katze, also La Cato est das Frenese, die Katze ist verrückt. La Cato condutas Frenese, die Katze benimmt sich verrückt. La Cato Frenesas ist ziemlich genau das gleiche wie das erste. Man kann halt einfach sagen, irgendwie, das ist immer dämlich, wenn man irgendwie estas und irgendwie ein Adjektiv benutzt. Also esti ist halt sein. Und dann kann man das halt einfach irgendwie zusammenkürzen, wenn man möchte. Das ist dann so ein bisschen nach dem eigenen Gusto, würde ich mal behaupten, wie man das machen würde. Aber kann man sich dann auch kürzer fassen und irgendwie, wie auch vorhin schon gesagt hat, wenn es dann irgendwie eine O-Häufung gibt, kann man so zum Beispiel auch verhindern, dass es irgendwie eine esti-Häufung gibt. Und La Cato est das plena je freneso. Die Katze ist voll von verrückt. Also eigentlich dann in dem Sinne Verrücktheit. Da gäbe es dann noch das Wort frenesezo für, da wäre dann noch was angehängt. Aber aus dem Kontext, wenn man halt ein Substantiv aus verrückt macht, dann ist das halt einfach so die Verrücktheit. Ich mal weiter und. Naja, so wirklich schnell war ich schon. Es gibt ganz viele Suffixe. Ich habe da jetzt halt mal so einfach irgendwie vier hingeklatscht. Das heißt auch wieder, man nimmt den Wortstamm und klemmt dann irgendwie was dran. Ads ist halt für, wie bei uns, Heid, also irgendwie so die Mehrheit, die Menschheit, sowas. Und machen halt ein Substantiv raus, deswegen hängen wir ein O dran. Und dann ist halt die Granda ist halt groß, die Grandezza ist halt die Größe. Also es gibt ja keine Großheit. Es gibt dann kann man zum Beispiel, Egg ist halt ein Suffix, der macht Sachen groß. Also der macht die Größe noch viel größer. Das heißt irgendwie, wenn irgendwas grandega ist, dann ist es halt echt groß. Also gigantisch fast. Aber für gigantisch gibt es glaube ich auch noch ein extra Wort. Und es gibt ul, das ist irgendwie ein Suffix, der macht halt eine Person draus. Also ein grandulus halt irgendwie, jemand der groß ist. Und Ig ist zum Beispiel das ist immer transitiv, das macht halt Wörter transitiv und dann kann man halt irgendwie das auf irgendwas anwenden. Also grandigi ist halt vergrößern. Das gibt es auch noch als nicht transitiv mit so einem Dach drauf, dann ist ich und dann grandigi ist na vergrößert werden sozusagen. Das ist ziemlich praktisch, weil manchmal weiß man bei einem Verb, das muss man halt auch sagen, bei Esperanto ist das jetzt, sieht man das Verb nicht unbedingt an, das muss man dann wissen, ob das transitiv oder nicht transitiv ist, das heißt, ob das irgendwo ein Akkusativ erfordert und dann kann man halt, dann klemmen halt Leute ein Ig oder ein Itch hinten dran und manchmal war es halt schon transitiv, haben sie es noch transitiver gemacht. Ist jetzt nicht schlimm, aber man hätte sich sparen können. Es ist halt sehr nützlich und man hat halt irgendwie eine größere Anzahl dieser ganzen Suffixe, das sind irgendwie so, ich weiß gerade gar nicht, 30, sowas um den Dreh, die muss man dann halt lernen, aber die sind halt sehr praktisch, weil man halt echt einen Haufen Wörter irgendwie, Wörter daraus bauen kann. Man kann die halt dann weiter verketten, wenn man das so möchte. Zum Beispiel ein Grandigulo, also das wäre halt irgendwie eine Person, die macht Sachen größer. Wenn man das so ausdrücken möchte, das ist halt, also das ist ganz attraktiv eigentlich und für Leute, die irgendwie agglutinierende Sprache mögen, also Sprachen, die irgendwie Sachen aneinander anhängen, ist das halt so ein Teil, der ist schon irgendwie recht attraktiv, weil man lernt halt irgendwie ein Basiswort und dann fummelt man sich halt weitere Wörter da zusammen. Und selbst Sachen, die ein bisschen, wo man sich so denkt, oh, das ist ja schon ziemlich abwegig, was mir jetzt gerade überlegt habe, wie zum Beispiel ein Grandigulo, den habe ich mir auch gerade ausgedacht, wird es mal dann halt trotzdem verstanden. Also klar, man muss da erst ein bisschen reinkommen, in das auch raushören, aber das geht erstaunlich besser, als man
viel besser, als man denkt. Also ich habe immer gedacht, halt, wenn es so zusammenhängt, oh, ob das dann noch verstanden wird, keine Ahnung, aber eigentlich geht das ziemlich gut. Ja, dann gibt es natürlich manche Wörter, die sehen so aus, als hätten sie irgendwie Suffix dran oder ein Präfix davor oder sowas. Das muss man dann irgendwie wissen, wie zum Beispiel Terroristo für irgendwie Terrorist. Da gibt es halt irgendwie, das kann man auch auseinanderfummeln. Da gibt es dann irgendwie Terro für die Erde, Oro für das Gold und Isto ist halt jemand, der irgendwas beruflich macht. Das ist halt wer, irgendjemand, der Gold aus der Erde holt. Also wenn man es irgendwie, aber meistens ist schon klar, dass irgendwie ein Terrorist gemeint ist, nicht jemand, der irgendwie Gold aus der Erde holt. Aber manchmal gibt es halt nicht, gibt es halt diese Doppeldeutigkeit. Das ist natürlich auch schon auch ein spaßiger Akzent, Aspekt. Ja, also es gibt auch einen Haufen Präfixe. Ich habe da jetzt einfach mal drei reingeschmissen. Wenn wir jetzt wieder das Beispiel von Granda nehmen, mal verkehrt halt irgendwas ins Gegenteil. Das ist ziemlich praktisch, weil dann muss man nur noch ein Wort irgendwie für lernen und dann hat man halt immer gleich noch das Antonym mit dabei. Also irgendwie mal Granda ist halt klein. Und dann gibt es Iri, ist zum Beispiel gehen. Und Ek ist immer, wenn irgendwie was jetzt gerade anfängt. Also wenn ich jetzt irgendwie Ek Iri, dann, also Ek Iri heißt halt losgehen. Also mi Ek Iras, ich marschiere halt jetzt los. Und naja, mi Ek Marschas wäre, wenn ich losmarschiere. Ja, und dann gibt es auch das Vidi sehen, gibt es dann Revidi wiedersehen. Da sagt man halt dann auch zum Beispiel, wenn man Leute verabschiedet, sagt man irgendwie Gis Revido. Das heißt irgendwie bis zum Wiedersehen. Gis ist halt bis. Und meistens wird halt auch zusammengekürzt und sagen wir Gis. Das ist, so ist das halt. Ja, also Fälle gibt es irgendwie nur Nominativ und Akkusativ, der Rest wird irgendwie über Präpositionen gelöst. Das heißt, da muss man eigentlich auch nicht so viel lernen. Ein Akkusativ macht man einfach, indem man N anhängt. Und das ist dann halt nur an das Adjektiv und das Subjektiv. Ja. Das heißt irgendwie, da habe ich auch ein Beispiel hingeschrieben, auch aktuell für die Veranstaltung irgendwie, mi manjas gulaschon ist, naja, ich esse Gulasch. Und man sieht halt irgendwie, das wird, das, also manji ist halt transitiv, mal man isst halt irgendwas. Also da gibt es irgendwie durchaus zwei Komponenten, die dazugehören. Und Gulascho ist halt Gulasch. Und dann hänge ich halt das N an, damit das irgendwie akkusativ gekennzeichnet ist. Das macht man halt daher, weil die Satzstellung halt irgendwie frei ist. Das heißt, ihr könnt auch schreiben, Gulaschon manjas mi. Das würde halt trotzdem das Gleiche heißen, weil man hat halt vorne klar gemacht, dass der Akkusativ, dann macht man schon A. Und ja, man kann halt auch das N verschieben. Min manjas gulasho. Also Gulasch frisst mich. Das ist irgendwie. Das kann man ganz schnell, also mal ändern die falsche Stelle gesetzt, das kann schon zu lustigen Effekten führen, aber es ist halt, macht es auch sehr einfach. Also ist schon ganz nett. Ja, wie gesagt, der Rest wird dann irgendwie über Präpositionen gelöst. Das ist, da gibt es dann halt auch ein paar, die muss man lernen. Also so ganz ohne was zu lernen, kommt halt eh bei Sprachenlernen nicht raus, aber es geht ja darum, das irgendwie zu minimieren. Und dann gibt es irgendwie Sachen wie Shi iras al la Gopono, sie geht zur GPN oder Li Venas de Karlsruhe. Er kommt aus Karlsruhe. Und das heißt irgendwie, ja, das ist schon die ganze Magie dahinter eigentlich. Ja. Jetzt muss ich mal gerade gucken, kontrollieren, dass ich nicht irgendwie Sachen von meinen super Zetteln hier vergesse. Nein. Oh, verdammt. Ja, da habe ich natürlich zu Recht geguckt. Ich bin viel zu schnell gewesen. Ich habe irgendwie nur 26 Minuten gebraucht, was ich irgendwie. Ja, das ist halt, das passiert. Ja, aber und wie geht es weiter? Ist eigentlich auch Text drin, aber irgendwie hat man wie dieses S5 JavaScript, HTML JavaScript zu Präsentationsmachfu den gefressen. Das ist mir vorhin dann nur aufgefallen. Da dachte ich so, eigentlich wollte ich das erst eh leer haben, dann ist mir das nicht aufgefallen. Dachte ich, hätte irgendwas versemmelt, aber irgendwie hat es den gefressen. Wahrscheinlich habe ich irgendeinen Tippfehler drin. Ist die Frage, ob ich jetzt ein wie es geht es weitermache oder. Also prinzipiell gibt es halt noch viel mehr andere Sachen. Es gibt irgendwie so Tabellwörter, das ist ziemlich cool. Man hat halt irgendwie, im Prinzip ist es eine Tabelle und es gibt einen Präfix, der irgendwie, wie sage ich das jetzt ad hoc? Also es gibt irgendwie zum Beispiel IO, das ist, oder IU, wer? Nee, irgendwie, also, nee, verdammt. Ja, wenn ich das jetzt erklären muss, ist das natürlich. Ja, Nils, das wäre sehr schön. Ja, also willst du das Mikro? Also, nein. Ich rufe einfach. Ja. Es gibt zum Beispiel die Vorsilbe Ki für das Sagewort
Ja, genau. Genau, also das heißt, es gibt eine Vor also ein Präfix, was halt einfach ein Fragewort aus was macht, und es gibt ein Präfix, was irgendwie ein hinweisendes Wort daraus macht, etc. pp. Und es gibt halt natürlich auch die entsprechenden Suffixe, deswegen ist das eine Tabelle. Man hat halt hier irgendwie Sachen, ja, zum Beispiel für, ich kann ja mal irgendwie sowas runterratteln, ich war gerade etwas aus dem Tritt, muss ich sagen. Zum Beispiel irgendwie gibt es Kio, was er schon sagt, das ist irgendwie was, dann gibt es Tio, das ist das, und dann gibt es Nenio, das ist nichts. Zum Beispiel, also das ist ein bisschen, die Tabelle ist ein bisschen größer, aber man fummelt das halt so zusammen. Dann gibt es halt auch, wie er sagte, irgendwie, oder Kiom, wie viel, Tiom, so viel, und Nenium, nichts. Also wieder nichts, das ist halt im Deutschen ein bisschen blöd, aber also keine Anzahl von etwas zum Beispiel. Und ja, so gibt es halt eine Tabelle, die muss man, also man sollte sich vielleicht vorher kurz Gedanken machen, wie man die lernen möchte, weil. Also ich kannte das von mir, ich hatte irgendwie Lateinunterricht und ich war ganz fürchterlich mit diesen Tabellen und ich habe dann immer alles durcheinander geworfen und kaputt gemacht. Deswegen sollte man sich irgendwie Teile rausfriemeln, die gut können, bevor man den Rest lernt. Aber man muss halt eigentlich nur eine Achse gut können und dann kann man die andere halt so runterlernen. Also das ist schon ganz praktisch. Ja, dann gibt es noch, wie ich vorhin sagte, irgendwie Partizipien, um irgendwie Sachen passiv oder aktiv zu machen und auch irgendwie komplizierte Zusammenhänge auszudrücken, wie dass irgendetwas geschehen wird oder irgendwas geschehen ist. Oder es gibt, wie gesagt, noch einen Haufen mehr Präfixe und Suffixe, mit denen man lustige Sachen machen kann. So auch Präpositionen. Ja, es gibt irgendwie Partikeln, die habe ich jetzt halt nicht erwähnt, aber es gibt halt so, man muss ja auch irgendwie Satzteile verknüpfen, irgendwie logisch. Also gibt es für und das Wort Kai, es gibt für, es gibt irgendwie Wörter für vor und nach und so weiter. Und halt noch irgendwie so Interaktionen wie irgendwie we und he und, Pokio. Pokio? Also eble mi paroli iomete en Esperanto? Yes. Fakte mi forgesis tiun libreton, kiu enhavas kelkajn rakontojn, kaj mi volis legi ion de tio. Ĉu iu de vi havas libron? Ĝuste nun? Ne gravas. Libretto ne gravas, estas io mette la texto. Mil. Ah, feck. ja, und so flucht man auf Esperanto. Also, sie sagen immer, fecko ist irgendwie scheiße, und die sagen immer, feck ist dann zum Beispiel mit dem Apostroph weggemacht. Und das ist sehr beliebt. Ja, jetzt habe ich irgendwie gerade mit zwei Leuten versucht, irgendwie auszuhandeln, ob jemand von Ihnen ein Buch dabei hat und ob ich es mir kurz leihen könnte, um mal irgendwie einen Absatz zu lesen, vorzulesen oder sowas. Aber vielleicht reicht das schon als Beispiel, weiß ich nicht. Vielleicht, ja, also jetzt wird schon nachgegramt. Ich denke, ich werde einfach mal gleich so ein Stück lesen oder sowas. Im Netz gucken. Ach ja, stimmt, das Internet. Das habe ich völlig vergessen. Das könnte ich auch machen, ja. Also ich weiß nicht, jetzt wird allerdings schon Arbeit betrieben, die möchte ich nicht unbedingt zunichte machen. Also ich hatte mir irgendwie diese. Faktoi, kein Fantasioi irgendwie ausgeliehen. Ja, irgendwie. Ah ja. Es gibt ja eh nichts mehr zu sehen, da müssen die Leute ja auch nicht hinschauen. Da steht ja nur fast nichts. Also, genau, dann ich werde einfach mal irgendwas vorlesen, hoffentlich kriege ich das danach auch übersetzt. Achso, ja. Saluton, mi estas Udo, la filo. Hey, mi estas Ina, la filino de. Oh. Ah, nee, oh. Ja, okay, das ist irgendwie so zweispaltig und die verdingsen sich dann. Also, ich fange nochmal an. Saluton, mi estas Udo, la filo de Signoro kaj Signorino Kraus. Hey, mi estas Ina, la filino de Signorino kaj Signoro Kraus. Udo estas la frato de Ina, kaj Ina estas la fratino de Udo. Signoro Kraus estas la patro, kaj Signorino Kraus estas la patrino de Udo kaj Ina. Also sagt er irgendwie, hallo, ich bin Udo, der Sohn von Herrn und Frau Kraus. Und dann sagt die andere irgendwie, hallo, hey, ich bin Ina, die Tochter von Frau und Herrn Kraus. Und dann steht halt diese komplizierte Familienzusammenhang, dass Udo ist der Bruder von Ina und Ina ist die Schwester von Udo.
Und Herr Kraus ist der Vater und Frau Kraus ist die Mutter von Udo, Kai und Ina. Das ist jetzt nicht so aufregend. Ich kann ja nochmal gucken, irgendwie hier hat irgendwie, jetzt hier noch Max und Moritz, de Wilhelm Busch. vielleicht haben wir da ja was Schönes. Also ich hoffe, das würde nichts ausmachen, wenn ich den mal einfach vorlese, aber nicht übersetze, weil, ja. Also, Quina Bubajo. Qui urbe au village havas onklon, tio sage tractulin cun conscienzo. Tio places al parenzo, fru, bon matenon diru, tu por vi mi ien iru, eple sorgu pri gazet, kai la pipo alumet. Dann zum Beispiel auch zwei Apostrophe gewesen, poetischen Gründen. Aus der Dorse sub la nuco, nian onklon genas yuko, aus subtila pic au prem, oni helpas kun servem. Se li post tabak en flaro, ternas kiel dum kataro, brava sam familian, vocas tui. Je via san, se vespere li revenas, oni lian botoin prenas, donas noct zur tuton poste, poche li nesti du froste. Summe, tiu servo por oncla gioio con fervor. Set al Max, kai Moritz ne povis placi ci ide, aude kiel per maliz, ili traxis onklon fritz. Ja. Still. Ach, herrje. Ja, das ist halt wie immer mit irgendwie Gedichten, die finde ich immer besonders schwierig irgendwie, egal wo. Achu, Bonnege. Simple existe traduco. Hier? Trier Bubasch, ah, don. Quina? Achso, ja, der fünfte Streich, also. Ja, das kann ich einfach mal vorlesen. Ist ja praktisch. Wer in Dorfe oder Stadt einen Onkel wohnen hat, der sei höflich und bescheiden, denn das mag der Onkel gut leiden. Morgens sagt man, guten Morgen, haben Sie etwas zu besorgen? Bringt ihm, was er haben muss, Zeitung, Pfeife, Fidibus. Oder sollte es wo im Rücken drücken, beißen oder zwicken, gleich ist man mit Freudigkeit dienstbeflissen und bereit. Oder sei es nach einer Prise, dass der Onkel heftig niese, ruft man Prosit, also gleich, danke, wohl bekomme es euch. Jeder kommt, oder kommt er spät nach Haus, zieht man ihm die Stiefel aus, holt Pantoffel, Schlafrock, Mütze, dass er nicht im Kalten sitze. Kurz, man ist darauf bedacht, was dem Onkel Freude macht. Max und Moritz ihrerseits fanden darin keinen Reiz, denkt euch nur, welch schlechten Witz machen sie mit Onkel Fritz. Bis dahin habe ich es vorgelesen, also da ist dann noch irgendwie ein Absatz, den habe ich unterschlagen. Also da, den kann ich ja trotzdem, achso, Moment, das geht dann noch viel weiter. Ah, das lasse ich mal lieber. Ja, also, vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Fragen oder sowas. Dann könnt ihr mich irgendwie damit malträtieren. Ja, weil ich habe einfach irgendwie doch nur eine halbe Stunde gebraucht. Ja, das heißt nicht Lobodan, das heißt Lojban, das macht irgendwie Florolf und Timo, das wollte ich auch eigentlich noch darauf hinweisen, das tue ich hiermit. Der ist morgen um 12 Uhr, wenn ich mich recht entsinne. Und ja. Ich kenne mich damit nicht aus, Florolf, willst du kurz noch was dazu sagen? Also, dass wir vielleicht irgendwie ein bisschen elaborieren, was der Unterschied zwischen Lojban und Esperanto ist. Da kennen wir uns wahrscheinlich beide gegenseitig zu schlecht mit der jeweils anderen Sprache aus, oder ich weiß nicht. Ja. Ich versuche das mal, weil der Witz ist, dass die... Ne, ja, der Witz ist, dass das in der Aufnahme sonst irgendwie nicht funktioniert, wenn man nicht ins Mikro spricht. Die Unterschiede... Na gut, das sind beides konstruierte Sprachen, aber die Ziele waren doch ein bisschen anders. Also... zum einen, ja, ich fange mal bei den Zielen an. Also so wie die Ziele hat Xeno ja schon so erläutert bei Esperanto. Bei Lojban war das, dazu wird es morgen auch noch einiges geben, waren das Ziele eher wissenschaftlicher Natur, wo man versucht hat, eine Sprache zu entwickeln, die halt eine sehr flexible oder also insbesondere schlussendlich eindeutig passbare Grammatik hat und das trotzdem noch sprechbar ist. Und also solche Sachen. Vom Inhaltlichen her
ist eigentlich auch so alles ziemlich anders. Wo fange ich an? Man kann nicht pauschal sagen, dass beliebige Sprachen, nur weil es jetzt konstruierte Sprachen sind, irgendwie sehr ähnlich sind. Inhaltlich, also was man sagen kann, das Sprachbild sieht ganz anders aus, Sprache klingt auch anders. Also man hat ja Xeno jetzt gerade reden gehört, also ein Beispiel für Lojban wäre Ohi Muchagji Sofobakni Shusevati Lepurdi. Und also das Schriftbild sieht auch anders aus und man kann es nicht wirklich vergleichen. Also der beste Weg, den Vergleich machen zu können, ist, dass du morgen in den Vortrag kommst. Jo, ich gebe einfach mal wieder zurück. Bei Lojban? Bei Lojban? Achso. Nun, also bei Lojban hat man, das ist eigentlich ein guter Punkt, das könnte man morgen auch noch in die Folien reinfrickeln. Man hatte halt irgendwie so zwei Wahlen. Entweder man denkt sich komplett neue Sachen aus, oder man nimmt halt orientiert sich an bestehenden Sachen. Das Ziel bei Lojban war jetzt nicht unbedingt, dass das so spontan für Leute Ähnlichkeiten erzeugt. Deswegen wäre die andere Möglichkeit, also komplett neu zu schaffen, auch möglich gewesen, aber die Leute wollen sich vermutlich einfach nicht die Arbeit machen. Bei Lojban gibt es einen Algorithmus, nachdem man man hat sich so die, zu dem Zeitpunkt, wo das entstanden ist, die 5 meistgesprochenen Sprachen genommen. Das waren Russisch, Englisch, Mandarin, Arabisch und Hindi, ich bin mir gerade nicht sicher, und hat die in diesen Algorithmus reingeschmissen, also für jedes Wort hat man halt in den Wörterbüchern nachgeguckt, was das am meisten verwendet ist, und das hat das dann so zusammengeflanscht und dann erkennt man immer Ähnlichkeiten her. Das sind so die Grundwörter, die sind so entstanden, dann also so sinntragende Wörter wie Svati, was halt anwesend sein heißt. Der Satz von gerade eben war, Achtung, 5 hungrige sowjetische Kühe stehen im Garten. Das ist auch so ein Satz, der alle Laute enthält, deswegen, so wie Xeno das auch hatte. Andere Worte sind komplett neu geschaffen worden, die grammatikalische Struktur erzeugen. Und so Komposita werden täglich neu gebildet aus dem Gebrauch heraus. Dazu erzähle ich dann morgen vielleicht noch ein bisschen was, weil ich will jetzt Xeno seinen Vortrag nicht wegnehmen. An seinem Ende angekommen. Auf jeden Fall danke nochmal an Florolf und kann ich wahrscheinlich auch empfehlen den Vortrag. Zum organisatorischen Teil, ich habe irgendwie noch so nebenher irgendwie angekündigt, dass falls Leute irgendwie Interesse haben, setze ich mich gerne mit denen zusammen, um da irgendwie was zu machen. Also morgen und übermorgen gibt es dann irgendwie so sozusagen irgendwie Sidetrack irgendwie, also falls irgendwie Leute darauf Bock haben, dann kann ich da gerne was erzählen. Das ist möglicherweise auch weniger chaotisch, weil ich habe ja noch mal 24 Stunden oder so, um mich darauf vorzubereiten. Wie ihr es sicherlich vorstellen kann, habe ich das so irgendwie in der Schule gelernt, Vorträge zu machen, und das macht man am Abend davor, bis zur Minute davor ungefähr. Und deswegen war halt nicht so ganz klar, also ich, irgendwie hatte ich schon das Gefühl, dass das Material eigentlich reicht, aber ich habe halt ein bisschen viel geredet. Schnell, meine ich. Also, ja, ihr seht schon. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich würde nämlich mal den Vortrag so ein bisschen beenden, glaube ich.